Willkommen beim Landwirtschaftssimulator auf meiner Ranch. Wir sind im April und das heißt, wir gucken gleich mal. Ja, die haben sehr gut überstanden, müssen aber nochmal gefüttert werden. Au, die Schafe, gut. Hühner, noch besser. Meine Produktionen. Ja gut, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Die produziert jetzt endlos vor sich hin. 135.000 Liter, da würde eine Menge zu tun haben. Mehl. Läuft immer noch. Da habe ich mich wohl irgendwie verrechnet. Na gut. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Mehl. Saatgutproduktion, Gülleproduktion läuft gar nicht. Ah ja, hier, Vorrätemehl. 9.000 Liter Mehl haben wir schon. 40.000 Liter Eier haben wir. Saatgut. Okay, zweimal Saatgut auffüllen. Dann Fremdaufträge. Ballenpressen ist klar. Transportieren, 6.000er, die mache ich gleich als erstes. Und düngen. Den 6.000er hier mache ich gleich als erstes. Bioheizkraftwerk. Leere Behälter und liefere sie bei der BGA ab. Hä? Ach, das Bioheizkraftwerk ist wieder das ganz am Ende. Sekunde. Das ist die BGA. Halt, wo bin ich da? Das ist die BGA. Und das ist Bioheizkraftwerk. Habe ich die gerade angenommen, den Auftrag? Oh, da hat sich wieder Luft aufgelöst. Da bleibt nur noch der übrig, der 5000er. Pallet. Bretter vom Sägewerk. Ist angekommen. Und das Sägewerk ist links oben. Da. Und die Schreinerei ist hier unten, das habe ich gelernt. Das werde ich mir jetzt auch merken. Alles klar. So, du fährst nach Bad Segeberg. Viel Spaß. Ciao. So, wie geht's meinen Feldern? Gras. Erntereif. Und im Wachstum. Also gut, es wurde mir zwar nicht die erste Wachstumsstufe angezeigt, jetzt wird aber angezeigt, dass es erntereif ist. Aber ihr habt gesagt, ich soll noch einen Monat warten, dann kriege ich mehr Ertrag. Genau. Es ist gedüngt, es muss nicht gepflügt werden, es ist kein Unkraut da. Danke. So. Und du wirst nächsten Monat die Ernte da hinten übernehmen. Kannst du eigentlich hier vorne schon was ernten? Warte mal. Naja, egal. So, das Holz hier, das werde ich auch noch irgendwann vernichten. Das stört mich schon die ganze Zeit. Und den stelle ich schon mal hier in die Ecke. Dann ist das fertig. So. Und die hat nämlich den Vorteil, der mäht hier vorne und saugt hier vorne auch auf und schießt dann nach hinten. Das heißt, alles, was hier hinten ist, kann fahren, wie es will. Es geht nur um das hier vorne. Und bei dem anderen haben wir halt das Problem, er mäht hier vorne, lässt es liegen
und sammelt hier hinten dann auf mit dem Ladewagen oder so oder mit dem Wallenpresser und dadurch zieht er natürlich in der Kurve dann falsch mit. So, der hier, den meine ich. Der mäht hier vorne und sammelt hier auf. Gut. Ding Dong. Bei Sägewerk angekommen. Hallihallo. Danke. Und das bringst du zur Schreinerei. Warte mal, wo waren hier die Ausfahrt? Da oben. Hä? Sekunde, jetzt habe ich mich einmal zu weit gedreht. Da oben ist die Ausfahrt. So. Nein, nicht abladen. Du fährst nur zur Schreinerei rüber. Tschüss. So. Tiere wollte ich jetzt gucken. Kühe, 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 Kühe. Kühe. Reproduktion. Die sollte ich auch verkaufen. Die sollte ich auch verkaufen. Dass wir wieder Platz im Kuhstall haben. Ja. 1500 sind ja eh bloß vier. Genau, dann werde ich die los. Die haben sich nämlich schon reproduziert. Vier Stück aus Stall 1. Hä? Warum gehst du nicht an? Hallo? Spiel? Ach so! Der wartet noch, dass er vorfahren kann. Ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, ich hole jetzt die vier Kühe ab. Das sind die vier hier. Genau, das sind nämlich nur vier. So, weg damit. Moin! Da fährt er. Alles klar. Dann war es das schon. Jetzt kann ich nach meinen Produktionen schauen. Ach, richtig, das Saatgut muss ich noch machen. Das Saatgut muss ich noch machen. Gut. So. Saatgut mache ich am besten mit dem hier. So, Nummer 1. Ich habe, glaube ich, sogar im Haupt-Silo Saatgut drinne. Werde ich gleich mal nachgucken. Da war's. Saatgut 0.
Na gut. Ach, das verbraucht ja auch Getreide. Stimmt, da war ja was. Und mehr ist da nicht drinne? Produktion Saatgut. Genau. Die sind jetzt leer. Ach, lass ich sie durch. Ach so, ist ja deaktiviert. Wie viel haben die Hühner noch? Ja. Soll die Produktion das aufbrauchen? So. Und ich musste jetzt fahren nach. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Hast du noch Stoff? Ja. So, das ist Gewächshaus 1 und Gewächshaus 3. Das sind die beiden vorderen. Ja, fahr rüber. Macht er nicht. Stopp. So. Und jetzt sieht's aus. Grün. Alles klar. Ja, bin ich glücklich mit. Apropos, wie viel hat jetzt die Mühle gemacht? Hier. Hat doch 7.000 übrig. Reicht doch für einen Monat. Ja, dann machen wir hier einen ganz kurzen Monat draus. War das schon? So. Du? Ach so, da vorne. Lieferung erfolgreich. Und Lieferung erfolgreich heißt, wir bekommen Geld. Viertausender. Der möchte ein paar Paletten vom Hof abgeholt werden? Von meinem Hof? Habe ich die nicht gerade abgeschlossen? Die verschwinden manchmal nicht und so bin ich auch an den Zucker gekommen. Aber das sind tote. So. Und jetzt sollst du zum Hof fahren, ja? Jetzt bin ich gespannt, wo die Paletten sind. So. Okay. Und du fährst auch zurück zum Hof. So. Und jetzt will ich gucken, wo sind die Paletten?
Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Da stimmt was nicht. Möchte ein paar Pal... Ach! Ich trottel. Der Tischler möchte ein paar Paletten vom Hof haben. Das heißt, ich muss ihn zum Tischler bringen. Nicht zu meinem Hof. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und wenn es blinkt, da unten... Der Tischler möchte ein paar Paletten vom Hof haben. Ja. Ich gucke natürlich immer nur nach den Stichpunkten, nach den Stichworten, die man braucht. So. Habe ich überhaupt den Tischler hier? Ich habe den Tischler nicht. Doch, da ist doch. Der Tischler ist die Schreinerei. Klar. Ernsthaft? Ach, ich trottel. Der hatte die Paletten entfernt und die neuen an genau denselben Platz hingestellt. Das heißt, das war kein Bug, dass sie da waren. Das waren meine Paletten. Hier sind keine Bonustierchen. Aber ich kriege gleich einen Bonusbaum. Ja. Das sind gar nicht die alten Paletten, die hier standen, von dem alten Auftrag. Das sind die neuen Paletten von dem neuen Auftrag, die ich eigentlich gleich hätte mitnehmen können. Das kommt davon, wenn man nur den Anfang des Satzes liest. So, und jetzt lese ich ganz genau. Bahn Silo West. Gut, das habe ich. Das Getreidesilo West. So. Viel Spaß. So. Du bist wieder angekommen. Alles klar. Steig den jetzt hier ab. Und bin fertig. Okay. Eier? Ja, Eier sollte ich doch abholen. Da ist aber der Palettenwagen gerade unterwegs. Honig? Ist auch noch eine Palette da. Gut. Seht ihr hier was? Hä? Ist das nicht ein Bahnsilo? Nee. Wo ist ein Bahnsilo West? Da hat er abgeholt. Da fährt er hin. Genau. Hier biegst du jetzt ab. Schreibtische. Das Siegel sieht aus wie aus dem schwedischen Möbelhaus, wa? Hier mit den Ecken. Aber es kann nicht das Schwedische sein, das ist Made in Germany. Aber hat denselben Nummerncode. Warte mal. 902-39041. Schreibe ich mir mal auf. 902-39041. Muss ich nachher mal gucken, ob es den Code gibt. Genau, bei dem schwedischen Möbelhaus. So. Wir sind angekommen.
Abladeseite muss nach rechts. So. Und zack. Abschließen. Transportaufträge, ja gut, ein paar 3000er noch. Weißt du was? Fahr erstmal nach Hause. So. Was wolltet ihr noch machen? Die Eier. Ach, da muss ich auf den von drüben warten. Ja, dann würde ich einfach vorschlagen, wir warten jetzt auf den Trecker, auf den hier. Fahren dann die Eier und den Honig ins Lager und springen dann in der nächsten Folge in den nächsten Monat. Und dann beginnt die Grasernte. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut und genießt den Tag. Und see you later.